Servus. Am Samstag, den 24. Juli 2021, haben wir schon das zweite Mal in diesem Jahr eine Aufsplittung des europäischen Stromnetzes erleben müssen. Und du weißt ja inzwischen vielleicht, bei so einem Ereignis sind wir nicht mehr sehr weit von einem Blackout entfernt. Was da an diesem Samstagnachmittag zwischen Spanien und Frankreich passiert ist, das wäre fast an mir vorbeigegangen, weil man erstens in den Medien so gut wie nichts darüber gelesen hat und zweitens ich zur selben Zeit mit den technischen Nachwirkungen eines Stromausfalles bei mir zu Hause zu kämpfen gehabt habe. Mein Kabelmodem war nämlich kaputt und ich war das ganze Wochenende über ein wenig kommunikativ gehandicapt, sagen wir es einmal so. Ich bin der Tom von Stromausfallinfo und wenn dich interessiert, was ich über den Fast Blackout in Spanien inzwischen so herausgefunden habe, dann mach das jetzt bequem. Ich habe am Abend des 24. Juli bei mir einen kleineren Stromausfall für ungefähr 50 Minuten gehabt und währenddessen versucht, am Handy nach der Ursache zu recherchieren. Dabei ist mir auf der Internetseite des ORF eine kleine Meldung aufgefallen, dass es in Spanien einen größeren Stromausfall gegeben haben soll. Irgendwas mit einem Flugzeug und einer Stromleitung. Das war für mich in der Situation jetzt aber eher eine Randbemerkung, weil mein eigener Stromausfall natürlich in dem Moment viel näher und daher wichtiger war. Wie ich dann erst später aber herausgefunden habe, war da dann doch wesentlich mehr dran, als in den Medien zu lesen war. Nämlich eine erneute Aufteilung des europäischen Stromnetzes in zwei Teilnetze. So wie es auch schon am 8. Jänner dieses Jahres in Südosteuropa passiert ist. Video dazu sehe ich oben. Aber was ist denn dort eigentlich passiert? In Frankreich hat es nahe der Grenze zu Spanien einen Waldbrand gegeben, ganz in der Nähe oder sogar unter einer 400 kV Höchstspannungsleitung. Wirklich verlässliche Informationen dazu zu finden ist schwierig, aber anscheinend hat dort ein Löschflugzeug seine Ladung direkt über dieser Stromleitung abgelassen, also eine Riesenmasse Wasser, wodurch es zu einem Kurzschluss gekommen ist und sich um 16.36 Uhr die Leitung abgeschaltet hat. Der Strom hat sich dann also andere Wege suchen müssen und eine Minute später waren dadurch andere Leitungen zwischen Spanien und Frankreich überlastet. Diese sind aus Sicherheitsgründen dann ebenfalls abgeschaltet worden und somit ganz Spanien und Portugal vom europäischen Verbundnetz abgetrennt. Zu der Zeit hat Spanien gerade massiv Strom aus Frankreich importiert und somit haben dort plötzlich ungefähr 2500 Megawatt gefehlt. Das hat dann dazu geführt, dass die Netzfrequenz, die sich im Normalbetrieb sehr eng um 50 Hertz bewegen muss, also zwischen 50,2 und 49,8 Hertz, dass die in Spanien plötzlich auf bis zu 48,66 Hertz abgesunken ist. Zur Erinnerung, im Jänner waren es 49,746 Hertz, die zur Netzauftrennung geführt haben. Diesmal war es also noch ein ganzes Stück heftiger. Um jetzt zu verhindern, dass das Stromnetz auf der Iberischen Halbinsel völlig zusammenbricht, ein totaler Blackout-Fall würde ja bei 47,5 Hertz eintreten, ist ein automatischer Lastabwurf durchgeführt worden. Das heißt, große Stromverbraucher in der Industrie und hunderttausende Haushalte in Spanien, Portugal und in Frankreich sind vom Stromnetz getrennt worden. Diese Sicherheitsmechanismen haben zum Glück wieder einmal funktioniert und nach einer Stunde ungefähr wurde die Situation wieder unter Kontrolle und die beiden Netze synchronisiert. Bei uns im restlichen Europa ist zwar die Frequenz zu der Zeit kurzzeitig angestiegen, aber da war alles noch im grünen Bereich. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man bei uns drüber nur als Randnotiz in den Medien erfahren hat. Die an die 2 Millionen Menschen im betroffenen Gebiet werden das mit der Randnotiz aber vermutlich ein bisschen anders sehen. Diejenigen, die in Aufzügen festgesteckt sind zum Beispiel. Das Netz war nach dieser einen Stunde zwar synchronisiert, aber das heißt ja nicht, dass sofort wieder alles funktioniert hat. Im IT-Bereich hat es Probleme gegeben, die nur stundenlang nach der Wiederherstellung des Stromnetzes angehalten haben. So sind zum Beispiel viele Kassensysteme über Stunden ausgefallen und auch in Stahlwerken und anderen Industriebetrieben hat es mehrere Stunden gedauert, bis die Produktion wieder angefahren werden hat können. Ich frage mich auch, ob die Zusammenschaltung der Netze nach einer Stunde nicht womöglich ein riskantes Unternehmen war,
weil laut Grid-Radar der Frequenzunterschied zu dem Zeitpunkt mit 220 mHz nur relativ groß war. Das hat anscheinend auch dazu geführt, dass es danach ordentliche Schwankungen im Netz gegeben hat, wie man an dieser Grafik, die jetzt einblende, sieht. Ich meine, die werden schon wissen, was sie tun. Hoffe zumindest. Grid-Radar vermutet auch, dass durch diese Schwingungen 10 Minuten nach der Synchronisierung das Pumpspeicherkraftwerk La Muela im spanisch-französischen Grenzgebiet ausgefallen ist. Das ist für mich jetzt ein Anzeichen, dass ein Netzwiederaufbau nach einem Blackout keine so ganz einfache Sache ist und auch da noch viel schief gehen kann. Weil bei einem europaweiten Stromausfall müssten ja noch viel mehr Teilnetze synchronisiert werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, was soll denn das Theater, das hat eh alles gepasst. Die automatischen Sicherheitseinrichtungen, die haben doch alle funktioniert. Aber hat wirklich alles gepasst? Wenn ich mir überlege, in diesem Jahr, beziehungsweise eigentlich in den ersten 7 Monaten dieses Jahres, ist das bereits das zweite Mal, dass eine Netzauftrennung passiert ist. Ja und, sagst du, sowas hat es in der Geschichte des europäischen Stromverbundnetzes vor diesem Jahr insgesamt nur 3-mal gegeben. Und zwar jeweils einmal in den Jahren 2003, 2006 und 2015. Doch heftig, oder? Könnte das vielleicht was damit zu tun haben, dass das gesamte System, diese komplexeste je von Menschen erbaute Maschine, wie das Stromnetz auch schon genannt wurde, zunehmend empfindlicher wird? Oder daran, dass immer weniger Momentanreserve durch konventionelle Kraftwerke zur Verfügung steht? Oder einfach, dass Murphy's Law, alles was schief gehen kann, geht auch irgendwann einmal schief, meint, dass dieses irgendwann jetzt sein sollte? Bereits bei der Blockade des Suezkanals hat man gesehen, wie empfindlich unser weltweites Logistiksystem ist. Was passiert dann wohl, wenn in ganz Europa die Logistik ausfällt, weil es keinen Strom und kein Internet gibt? Da gibt es ja dann nicht nur Schwierigkeiten mit Waren, die aus China oder anderen Ländern geliefert werden, sondern auch den Lebensmittelhändler ums Eck hat nichts mehr im Regal. Bis da wieder alles funktioniert, da sind die 4 Wochen nicht unrealistisch, die kürzlich jemand von euch in einem Kommentar genannt hat. Und wenn ich mir überlege, dass sich ungefähr 60% der Menschen nach einer Woche schon nicht mehr selber helfen können, dann gute Nacht. Darum nicht mehr länger warten, sondern jetzt vorsorgen. Die Experteneinschätzung von Anfang 2020, dass wir innerhalb von 5 Jahren mit einem Blackout rechnen müssen, die wird für mich leider immer realistischer. Wenn du noch nicht mit deiner Krisenvorsorge angefangen hast, dann schau dir gerne auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Vielleicht hilft es dir ja. Und wenn du schon gut vorbereitet bist, dann schau, dass du andere aus deinem Bekanntenkreis auch dazu bringen kannst. Weil je mehr Menschen sich selber eine Weile helfen können, umso besser ist es. Ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren und so weiter. Und bis zum nächsten Video. Servus!